So kennt man ihn aus dem Regal, der Schokihase. Aber wie wird er hergestellt? Ein seltener Einblick in eine der grössten Osterhasenproduktionen, die Chocolat Frei im aargauischen Buchs. Allein Frei produziert jedes Jahr 7 bis 8 Millionen Schokihasen, für jeden Schweizer einen. Bei knapp 30 Grad wird Schoki für den Hase geschmolzen und ausgeformt. Die Schwierigkeit ist sicher, dass man eine gute Wandstärke hinbringt, dass die Verteilung gut ist von der Schokolade, dass überall die Wanddicke gleich ist, dass sie schönen Glanz haben nachher. Im Gefrierfach bei der richtigen Temperatur ausgekühlt, landet der Schokihase auf dem Produktionsband und ist damit schon fast fertig. Bereits Monate vor Ostern. Damit auch alle zu ihren Hasen kommen, fährt die Produktion bereits im Spätsommer an und wird Ende Januar abgeschlossen. Rund 65'000 Hasen laufen zu dieser Zeit täglich übers Band. Was macht einen guten Osterhase aus? Ein guter Osterhase muss sicher knackig sein, wenn man reinbeißt. Schönen Glanz hat, schön aussehen, schön präsentiert. Das ist ein guter Osterhase. Weltweit werden diese Hasen verschifft, bis sie zum Endkund gelangen. Ob geschminkte Hasen, klassische Milchschokihasen, mit Mandeln oder Honig, irgendein Hase nimmt sicher auch dieses Jahr wieder Platz im Osternestli.